zumindest mal oben. Oder man ist halt auch nicht oben, weil man zu doof dafür ist, hochzukommen. Weil man muss halt noch ein bisschen nach links und dann ist man so. Dann wartet man, bis er nochmal vorbeikommt. Oder macht halt... Ach so, hier ist keine Gilde verfügbar. Und tschüss. Ja, das war wahrscheinlich doof, aber... Also für dich, nicht für mich. Das ist halt die Frage, gehe ich oben entlang oder unten entlang, ne? Ich bin erstmal froh, dass ich so weit gekommen bin. Dass ich nicht verzweifelt bin. Oh, hi. Komm doch. Wo ist der hin? Ich weiß es nicht. Wo bin ich hin? Ah, nicht. Hi. Wie geht's dir? Oh, tut das weh? Tut mir leid, das wollte ich nicht. Warte, ich muss dir mal kurz ein bisschen hier um die Ecke tragen. Ich leg dich um die Ecke hier, ne? Okay, gute Nacht. Aber wo Wachen sind, ist ja nicht mal, ist nicht mal so falsch, würde ich behaupten. Diese Karte hier bringt ja auch nicht sehr viel. Die grobe Richtung, ja? Okay, ich hab's. Ich hab's. Okay. Können wir hier irgendwo den Papst konfrontieren? Da läuft eine Wache oben entlang. Jetzt guckt die das sich an. Ja, kannst auch weggehen. Ja, danke. Dann gehen wir mal so lang. Oh, da ist ja auch einer. Schlaf mal bitte. Okay. Hier geht's nicht hoch. Das heißt, wir müssen hier irgendwo lang klettern wahrscheinlich. Mal wieder. Ich meine, könnte ja überall hochgehen. Vielleicht sollten wir erstmal den da oben platt machen. Ohne entdeckt zu werden, bitte. Genau so. Aber so kriege ich den halt nicht. Nö. Aber so kriege ich ihn. Aber ich wurde erwischt. Ist aber auch egal. Kurz vorm Ende. Passiert halt mal, ne? Nein, du stirbst. Ihr wart keine große Gefahr für mich. Du hast mich halt entdeckt, das macht mich halt so ein bisschen... Also ein bisschen macht mich das schon, ne? Okay, kann man nicht ändern. Hä? Willst du mich verarschen? Da komme ich so nicht lang. Das hält mir ja gut, da muss ich wahrscheinlich jetzt eins runter. Oder halt so. Oder man macht es halt so. Nein! Oh, falscher Knopf. Den wollte ich doch gar nicht drücken. Sehr gefährlich, was wir hier machen. Wenn wir runterfallen, dann weiß ich nicht, wo wir wieder anfangen dürfen. Genauso wie jetzt. Ich trau mich nicht B zu drücken. Deswegen gehe ich lieber nach oben. Ist der Finger oben, da wird man dich loben. Und dann gehen wir mal so entlang. Wird schon sicherer sein. Was ist hier geschehen? Ich weiß nicht, was du meinst. Mein Geld! Meine Truppen! Fort! Wir alle kennen finanzielle Nöte. Auch die mit einem Heer. Habt ihr vor, mir Geld zu geben?
Nein, hab ich nicht. Dann nehme ich den Edensplitter, um zu kriegen, was ich will. Ich brauche eure Hilfe nicht. Das gabst du mir eindeutig zu verstehen. Bist du dir im Klaren, dass der Baron de Valois tot ist? Nein. Habt ihr? Welchen Grund könnte ich haben, ihn töten zu lassen? Hat er sich gegen mich verschworen? Mit meinem brillanten, treulosen Generalhauptmann? Das muss ich mir nicht anhören! Die Assassinen ermordeten ihn. Warum hieltet ihr sie nicht auf? Als könnte ich. Es war nicht meine Entscheidung, Monteriggioni anzugreifen, es war deine. Es ist höchste Zeit, dass du Verantwortung für deine Taten übernimmst. Meine Leistungen! Trotz der ständigen Einmischung von Narren wie euch! Du gehst nirgendwo hin. Ich habe den Edensplitter. Geht mir aus dem Weg, alter Mann. Ich gab dir alles. Und doch ist es nie genug. Cesare! Er will dich vergiften! Du hörst ja nicht auf die Vernunft. Vater! Erkennt ihr denn nicht? Ich habe die Kontrolle! Wenn ich leben will, lebe ich. Was ich mir nehmen will, nehme ich! Und will ich euren Tod? Sterbt ihr! Wo ist der Edensplitter? Halt! Ich weiß, wo er ist! Und du sagtest mir nicht, dass er ihn hat? Cesare, ich bin's, deine Königin. Du bist meine Schwester, mehr nicht. Wo ist er? Du hast mich nie geliebt. Wo ist der Apfel? Sag es! Tja! Sag's mir! Schneller als Cesare den Edenapfel erreichen, niemanden töten. Das ist mir egal, ob ich jemanden töte. Nun gut, Cesare. Ich komme durch das Fenster. Ich will den Apfel! Ist mir ehrlich gesagt, ob ich jemanden töte. Tue ich dir weh? Gib mir den Apfel! Er gehört mir, nicht dir! Ich will den Apfel! Weise Entscheidung, kleine Schwester. Requiescat in pace. Ich weiß. Ich weiß, wo der Bastard hin will. San Pietro. Der Pavillon im Innenhof. Hab Dank. Tja. So ist das. Wo komme ich jetzt hier weg? Ach. Einfach mal hier lang. Glaube ich. Vielleicht. Die 100% schaffe ich eh nicht. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich ihn vor ihm erreichen kann. Weil dafür müsste ich den Weg kennen. Hi. Assassino! Cazzo. Um dich kümmere ich mich später. Nee. Einen Weg aus der Burg finden, nach ganz oben klettern, okay. Ach Mann, was machst du denn? Okay, hier kann man nicht nach oben klettern. Ich muss halt da hoch. Sagt mir das Spiel. Ist die Frage, wie komme ich da hoch? Wahrscheinlich hier lang, ich brauche auf jeden Fall länger als der. Wenn der uns immer diese scheiß Wege absperrt, wie alle anderen, das auch immer... Lass nicht los. Ich wollte nicht B drücken, sorry. Gerade ein bisschen im Stress. Merkt man, glaube ich, gar nicht. Aber wir haben ja keinen Zeitstress eigentlich, weil der haut ja nicht ab. Also wir verlieren ja die Mission nicht wahrscheinlich. Nee, nee, nee.
Okay, wohin muss ich? Nicht, dass ich wieder falsch springe, ich kenne mich ja. Oder ihr kennt mich ja. Und ich kenne mich auch. Ich kenne mich besser als ihr. Das macht Sinn. Ich bin ich und ihr nicht. Das macht auch Sinn. Vielleicht aber auch nicht. Okay, weiter geht's. Ist mir egal. Wie gesagt, volle Synchronisation geht mir am Popo vorbei. Okay, wahrscheinlich den Gang hoch. Ich hätte jetzt nicht noch 2 Stunden gewartet, bis er wieder weg ist und dann vorbeischleichen. Oh, hi. Die Kiste nehmen wir aber noch mit. Nice. Jetzt könnten wir einen Auftrag beenden. Okay. Und tschüss. Dafür habe ich keine Zeit, sorry. Wir müssen uns jetzt tatsächlich beeilen. Yep. Ich habe keine Zeit, Leute. Warum kann ich keine Verbündeten rufen? Das ist doof. Egal, laufen wir einfach durch. Durchschlürfen wir. Haben wir eigentlich in der Karte markiert, wo das ungefähr sein soll? Da, ganz am Ende. Okay, wie komme ich da hin, ist die Frage. Erstmal so entlang. Oh, schauen wir einfach mal. Wir haben noch 3 Minuten. 3 Minuten, Leute. Kennt meine Geschwindigkeit. Jetzt möchte ich aber wirklich keinen töten, weil das Zeit kostet. Und Zeit habe ich gerade nicht. Nicht mal um diese Plakate abzumachen. Ihr wisst ja, wie ich auf Zeitaufgaben reagiere. Eigentlich wollte ich da gar nicht hoch, aber vielleicht hilft mir das ja. Zeit zu sparen. Vielleicht hilft mir das ja, Zeit zu sparen. Hä? Hey, dummer Baum. Der doofe Baum ist mir im Weg. Okay, wo genau ist es jetzt? Sind wir da nah dran? Ja, sind wir. Wir müssen da hoch wahrscheinlich, weil das ist ja oben irgendwo. Nehme ich an. Ist die Frage, wo ist das? Wie ich einfach eiskalt ignoriere. Hm, wo geht es hier hoch, Leute? Und warum sind wir... Ey, nicht schlagen. Läufst du zu deiner Mama? Nein, zu deiner. Ich habe da noch einen Termin bei ihr. Okay. Er hat angefangen zu provozieren. Das muss ich mir nicht gefallen lassen. Und er klettert da natürlich nicht hoch. Ach komm, ich schaff das nicht mehr. Ich kenne mich. Wenn ich das nicht schaffe, dann hasse ich mich selber. Für immer und ewig. Vielleicht geht's hier irgendwie rein. Ich bezweifle, dass es hier weitergeht. Leute, Leute, ich glaube, das muss ich nochmal machen. Wie komme ich da hoch, verdammt? Doofes Teil. Ich meine, wenn ich hier hingehe und dann hier so springe, dann macht das nichts. Oder bringt das nichts. Nee, das schaffe ich nicht. Weil ich den Aufstieg nicht finde. Ich finde den Aufstieg nicht. Ich kann mir schon denken, aber dafür, nein. Ich hätte wahrscheinlich nicht runterspringen dürfen, weil ich musste wahrscheinlich immer noch auf der Brücke sein. Okay, dann müssen wir das nochmal machen. Ja, ich habe keinen. Ich sehe ihn nicht mehr. Ich habe keinen.